Moin Leute und herzlich willkommen zum Teambau. Also ich habe direkt mal zwei Spieler, die ich gerne spielen möchte. Nämlich gibt es, oder es gibt sogar ein paar mehrere. Nämlich einmal einen Spieler aus der Bundesliga, den ich unbedingt mal spielen möchte. Nämlich Harry Kane, auf jeden Fall. Den möchte ich auf jeden Fall spielen. Dann gibt es ein paar Spieler, die ich so SBCs mäßig abgeschlossen habe. Den Garcia, den Gord, den wollte ich ja letzte Woche schon spielen. Dann Talisca, finde ich auch sehr, sehr cool. Mané und Camavinga, hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Dann noch den Robert Sanchez, die SBC. Und den Szoboszlai, weil den möchte ich ein bisschen weiterspielen. Und Garnacho wäre auch eine Option. Aber zwei Spieler sind auf alle Fälle Pflicht. Nämlich die beiden. Ich würde aber die Formation nochmal ändern, weil ich spiele ja gerne in 4-3-3. Dann würde das hier so ungefähr aussehen. Talisca und Mané wären halt zwei geile so Flügelspieler. So einer links, einer rechts. Wer auch noch ins Spiel, ins Team auf jeden Fall kommt, ist Robert Sanchez. Spanien-Link zu Garcia. Den Szoboszlai, weil Garcia fand ich ja letzte Woche richtig, richtig geil, die Goldkarte. Und ja, dann spielen wir einfach mal hier die Special Card. Hat halt noch deutlich bessere Stats, ich glaube plus 13 Pace oder so. Und Antizipation und Schnittstellenpass, schon ganz nice. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das linken. Ich würde mal auf Talisca und Mané, würde ich erst nochmal scheißen. Und hier Gord und dann vielleicht, ich guck mal, ob man das so linken kann. So. Dann bräuchten wir halt auf, eigentlich müssten wir halt im linken Flügel, warte, Englands Bundesliga, da gibt's doch den Bino Gittens, ne? Oder einmal, ne, stimmt, der heißt ja nur noch Gittens. Könnte man auch auf dem linken Flügel spielen. Wäre halt ein sehr geiler Link zu Kane. Packe ich jetzt erstmal rein. Wenn wir es so machen, dann müssen wir halt gucken, wie wir Szoboszlai. Und Gold ist halt so schwer zu linken, ne? Gibt's irgendeine geile MLS-Karte außer Messi? Es gibt da schon einige, so ein Donovan. Fontas, was bist du? Bist du ein Inform? Anscheinend schon. Also der wäre eine Idee, dieser Fontas. Weil der wäre auch Spanier. Und das wäre auch ein guter Link. Wenn wir jetzt, also Icons können wir uns glaube ich noch nicht leisten. Weil Kane kostet 40k. Und dieser Fontas, da müsste schon auch nochmal sein, 20, 15, 20k. Nee, wir lassen das mit dem Gold. Ich werde den irgendwann nochmal spielen. Ich wollte ihn ja eigentlich auch schon letzte Woche spielen. Aber der ist einfach so kacke zu linken. Da bräuchte ich irgendeinen geilen MLS-Spieler. Am besten so einen MLS-Spieler. Und dann vielleicht so Robert. Das wäre eigentlich ein Call. Das wäre eigentlich ein Gold. Okay. Ah, nee, der war aus. Wir könnten links hinten mit Robertson gehen. Weil der hätte ja den. Der wäre schon auf Fullcam. Hat den Liverpool-Link zu Szoboszlai. Und den Schottland-Link zu Gold. Und wenn wir dann jetzt diesen einen MLS-IV dahin tun, der Spanier ist. Diesen Fontas hier. Dann sieht das schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt vielleicht, es gibt ja MLS-Heroes. Campos, Donovan, Beasley und Dempsey. Donovan und Dempsey wären beide was für die 10. Dann müssen wir Szoboszlai hier hin tun. Dann hätten wir aber meiner Meinung nach eine viel zu offensive Doppel-8. Weil Garcia ist Spielmacher und Szoboszlai wäre dann so ein gefühlten 10er auf der 8. Von daher machen wir das nicht mit Donovan oder Dempsey. Beasley wäre eine Option. Wäre dann halt eher was für den linken Flügel. Der ist halt aber, man würde halt Bino Gittens wegnehmen. Im Tor wollen wir Sanchez spielen, stimmt. Ich gucke mal mit Beasley. Der würde dann dahin gehen. Dann bräuchte ich mir auf jeden Fall noch einen Bundesligaspieler. Da hätte ich eine sehr geile Idee fürs ZM. Ich mache einfach mal und lasse das mal kurz so stehen. Und dann würde ich hier mit Joshua Kimmich gehen, weil den wollte ich auch unbedingt spielen. Er kann ja ZM spielen, wäre ein geiler Link zu Kane. Jetzt bräuchten wir im besten Fall noch zwei Spanier. Das wird schwer, sage ich ehrlich.
Oder wir machen einen Spanier und spanischen Manager. Oder brauchen wir überhaupt, braucht man fünf von einer Nation? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier mal kurz einen Pep hinstellen. Wir brauchen fünf, okay. Spanier in der Defensive, was gibt es da so? Es gäbe einen Puyol, der wäre, glaube ich, ein bisschen teuer. Carvajal haben wir jetzt letzte Woche gespielt. Ohne Battle gibt's für rechts. Die ist ja Rechtsfuß, dann würde ich die schon lieber rechts als links spielen. Wäre eine Idee. Die ist halt aber aus der Frauenliga. Aber das ist, glaube ich, gar nicht mal schlimm. Die wäre auf 2 Chemie. Und, boah, der Schoboslei braucht auch noch einen Chemiepunkt. Wenn wir jetzt in der Innenverteidigung mit, ich guck mal, also mit, selbst mit Bobby Moore würden wir nur auf 31 Chemie kommen. Ich glaube, eigentlich finde ich den Link hier cool mit Gold, Robertson und Schoboslei. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen diese, ich wollte gerade sagen, die spanische Ecke rausmachen, aber wie wollen wir denn den Gold auf Chemie bringen? Nee, wir lassen das mit dem Gold. Es tut mir leid für ihn. Aber das wird zu kompliziert. Es geht bestimmt irgendwie, aber irgendwie ist es das nicht. Ich mache jetzt hier einfach mal kurz fast alles raus. Und wir könnten halt, ja, perfekt, einmal kurz aus dem Team rausgegangen. Was halt auch eine Idee wäre, wäre das, was ich eben meinte mit Mané und Talisca. Weil die sind ja beim gleichen Verein. Und es gibt ja einige Saudi League Heroes. Was gäbe es hier für Heroes? Al-Jaber, Overan und Noah. Al-Overan können wir uns nicht leisten. Noah hatten wir erst letzte Woche. Al-Jaber ist ein Stürmer, da haben wir Kane. Okay, das wird schon mal nix. Wir könnten aber, was ein geiler Link wäre, wäre Koulibaly. Der wäre, glaube ich, ein Perfect Link zu, wobei, nee, der spielt bei Al-Hilal. Deswegen wäre er kein Perfect Link. Aber er wäre auf 2 Chemie, Mané auf 3 und Talisca auf 2. Okay. Jetzt haben wir noch 3 Positionen frei. Linksverteidiger, IV und RV. Ich baue jetzt einfach mal kurz dieses Team so auf Fujiji nach und gucke dann, welche Spieler so am besten linken würden. Ein paar Sekunden später. Also links hinten wären am besten Gomez und Marco Correa. Correa werde ich aber auf gar keinen Fall spielen, Bruder. Aber Gomez wäre auf Fullcam direkt, würde Schoboschlei linken und Kane auch auf Fullcam bringen. Wäre sehr geil. IV, könnten wir mal mit einem Gabriel gehen. Hätte ich Bock drauf. Und dann rechts mit Trent und dann wären wir nicht auf Fullcam, weil Kimmich, Koulibaly und Garcia nicht auf Fullcam wären. Ich baue das mal kurz so in FIFA nach und gucke dann, was wir mit dem Manager noch richten können. Ah, Mist, ich habe einen Denkfehler. Ich dachte, ich könnte jetzt hier einen senegalesischen Manager mit Bundesliga machen. Aber der Mané hat ja schon Senegal. Ich glaube, wir lassen das hier mit Koulibaly, Mané und Talisca. Das wird, glaube ich, auch nichts. Ich versuche manchmal einfach viel zu viele verschiedene Ligen in ein Team zu bauen. Andererseits, so haben wir jetzt auch nur 2 Ligen. Aber wenn wir jetzt hier den Gomez in die Mitte stellen, das hat mich gerade auch schon ein bisschen aufgeregt, dass der da links hinten ist. Ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Ist der Linksfuß? Nee. Ist Gabriel Linksfuß? Ja, dann passt das ja perfekt. Aber jetzt könnten wir halt viel entspannter ein Team bauen. Weil jetzt brauchen wir einfach nur einen Bundesliga-Spieler. Wobei, das könnten wir, glaube ich, sogar bei einem Manager machen. Wenn wir jetzt hier Verbrauchs-Items, Liga, habe ich da überhaupt Bundesliga? Ah, perfekt, habe ich nicht mal. Aber wir können auch einfach so noch einen Bundesliga-Spieler unterbringen. Und noch einen Brasilianer. Und dann sind ja einfach alle auf Fullcam. Ich gucke jetzt erstmal nach einem Brasilianer. Da gibt es natürlich Talisca, aber dann machen wir dann wieder eine komplett neue Liga. Savinho, Alter, der wäre ein Call. Savinho wäre richtig geil. Kann er auch rechts spielen? Nee. Aber dann machen wir den halt auf dem linken Flügel. Der ist sogar auf Fullcam. Und bringt halt Gabriel auch auf Fullcam. Und jetzt haben wir halt nur noch Kimmich und Garcia, denen ein Punkt fehlt. Und da
Könnten wir, glaube ich. Nee, da brauchen wir, glaube ich, sogar. Scheiße, da brauchen wir jetzt zwei Bundesligaspieler. Schon wieder einen Denkfehler gehabt. Aber ist ja kein Ding. Dann machen wir halt irgendwie links hinten einen Linksverteidiger aus der Bundesliga und rechts vorne auch rein. Dann würde ich sagen, gehen wir links hinten einfach mit einem David Raum. Weil der ist auch Deutscher, weil das war auch wichtig, dass die Spieler entweder Deutsch oder Spanisch sind. Damit die noch einen Link bekommen. Oder heißt du Brasilianer, England, das geht auch alles. Aber damit die halt noch einen Link bekommen, weil sonst bekommen ja keine drei Ligenpunkten. Und jetzt noch einen rechten Flügel. Da gäbe es Malen. Und ich mache hier mal kurz Preis raus. Also Malen und Sané gäbe es. Ich glaube Sané. Ich kaufe erstmal gleich alle Spieler im Team und gucke dann, ob ich genug Geld habe für Sané oder ob es am Ende nur auf Malen hinausläuft. Diese Videos sind manchmal so chaotisch, es tut mir so leid, Alter. Es ist so krank. Und weil es gerade mal wieder diesen tollen Bug gab, wo wieder die Spieler irgendwie nicht gespeichert werden und man dann rausgehen muss und dann auf einmal alle Spieler aus dem Team gefühlt weg sind, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mal, welchen Innenverteidiger wir eben gesagt haben. Ich glaube, es war irgendwer aus der Premier League. Ich versuche das nochmal kurz rauszufinden. Ich meine, wir hatten da Joe Gomez, aber ich glaube, ich würde ihn jetzt sogar nochmal ändern. Weil auch ohne den kommen Szoboszlai und Trent auf Fulham. Und deswegen machen wir da jetzt nochmal einen neuen Innenverteidiger hin. Natürlich darf er nicht allzu teuer sein, aber ich habe einfach mal Bock auf Niklas Süle. Sage ich ehrlich. Und tatsächlich habe ich gerade einfach gar keine Coins mehr, aber das liegt einfach daran, dass sich der Noah aus dem letzten Team, ich nehme das hier direkt nach der Teambewertung vom letzten Team auf, sich noch nicht verkauft hat. Und von daher, ihr wisst, was wir spielen. Ich gehe jetzt vorne mit Sané. Und den Gabriel hier halt. Und da mache ich noch so ein paar individuelle Taktiken und Rollen und sowas. Und das hier ist dann unser Team. Ich melde mich in ein paar Tagen mit einer Teambewertung. Und damit sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und ciao.